Okay, let's go. Hi! Keine Booster, zwei Pokémonaten und ein informatives Video. Endlich mal wieder ein informatives Video, ne? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Genau. Hallo. Guten Tag, ihr seht schon ein strahlendes Logo. Ja, also kurze Ergänzung, bevor wir dann loslegen. Wir hauen hier jetzt alle Infos raus, alles was bis jetzt bekannt ist. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt erst eins, weil es gab ja schon jetzt zig strahlende Sterne-Videos. Ja. Aber wir finden halt zu früh, da machst du dann 10 Videos, das ist ja auch blöd. Deswegen machen wir jetzt eins, habt alle Infos drin, die halt jetzt bekannt sind und auch mit UVP und was ist drin und ja. Okay, let's go. Würde ich sagen, okay, let's go. So, jetzt muss ich wahrscheinlich nochmal hier rüberklicken. Jetzt fangen wir wahrscheinlich an mit dem Pre-Release-Kit, ne? Ja, natürlich. Die Build-and-Battle Box. So, wie immer, 14 Tage vor Release, ne? Für in der Regel 35€ zu haben, plus 3 Booster, ne? Lasst euch die nicht nehmen, die 3 Booster, die gehören dazu. Also wir denken auch, dass es wieder online stattfinden wird, also sprich nur Versand wegen der Corona-Situation, also keine Pre-Release-Turniere, denken wir, ja. Könnte aber auch anders sein, weiß man jetzt nicht, wie es dann im Februar ist, ne? Genau, aber ja, wir schauen einfach. Aber auf jeden Fall, wenn ihr die seht für 30€ und kriegt die 3 Preisbooster dazu, schlagt auf jeden Fall zu. Ja, kann 35 man ist auch okay. Kurzer, ja, nicht Leak, aber es wird ja geredet, dass da Chlorak drin sein soll. Man weiß es wird nicht. Gemungelt. Ein Gerücht macht. Kann also sein, Welle. Wenn ihr die Box, falls es so sein soll, dass da Chlorak drin ist, Dann macht die Box sowieso diesen hier. Dann, wisst ihr Bescheid. Weiter geht's. Ein leckeres Display. 36er, ne? Sie ist zwar jetzt Englisch, ne? Aber Produktbild, aber wird sich auch auf Deutsch geben, ist ja klar. Ja, wird sich nicht so viel ändern, außer das Logo, ne? Genau. Und die Sprache. Und 36er Displays ist ja an sich meistens um die 140 bis 160€. So im Durchschnitt. Ja. Wenn man natürlich jetzt den Boosterpreis von 4,99 veranschlagen würde, dann kommen wir halt irgendwie bei 180 raus. 180€, ja. Aber ja, es kommt auch immer darauf an, was die Einkaufskonditionen von einem Händler sind. Da macht es die Menge dann aus, ne? Bei 36 Boostern kann man dann ein bisschen günstiger anbieten, ja. So. Dann? Einzelbooster nochmal, also die Artworks. Die Artworks, ne? Auf Deutsch entsprechend. Mm. Ist ein schönes, sehr schönes Artwork. Ja, da überlege ich sogar, ob ich nochmal einen Artwork-Booster aufhebe. Ne? Was so? Euschweise? Euschweise, na klar. Mm, Toploader oder Euschweise. Chimin, auch sehr nice. Und ja. Und ja. Fällt mir jetzt den Namen nicht ein. Baumwoll, Wollbaum. Aber ihr seht's ja. Dann Sleeved Booster. Sleeved-Variante, ja. Also Sleeved Booster gibt's, glaube ich, hier auch nur in Englisch. Irgendwie gab's mal zu Ultra-Prisma-Zeiten, nach den Flammenzeiten gab's Deutsche, aber auch hier. Bei den Deutschen, die Sleeved-Varianten, die kommen immer erst dann irgendwann. Ja, ne? Irgendwie so komisch. Gefühlt kommt es dann irgendwie nachträglich, hast du auf einmal deutsches Sleeved-Booster, strahlende Sterne, boom. Ja. Aber 2 Jahre später. Ja, irgendwie ist es merkwürdig, aber die Englischen hast du von vornherein zum Release, so sehen sie aus. Ja. Sleeved sind auch immer nice, ne? Gerade Abwiegethematik ist da auch nochmal ein bisschen hops genommen. Das stimmt, ja. Deswegen, allgemein, wie sieht es eigentlich aus? Was denkst du, wie wird die Produktverfügbarkeit sein? Gerade auch jetzt nochmal. Ich denke, direkt Anfang des Sets wird es erstmal wieder alles leergefegt werden. Und dann irgendwann wird jeder bedient worden sein und dann, ja. Aber also, da kann ich auch gerne nochmal mit dir dann ein separates Video aufnehmen. Also, ne? Wenn was tatsächlich Chlorak. Kaufen, nicht kaufen, was so betrifft. Wenn Chlorak in den Pre-Release-Kits drin sein wird, werden die Pre-Release-Kits so schnell weg sein wie. Das ist kannst klar. Du nicht gucken. Aber allgemein. Und dann allgemein das Set wird, denke ich, auch. Also Dreipacklöster, da gibt es halt die Standardsachen, die sind so. Aber ich will dir nur sagen, da kommen wir später noch zu einem Punkt, deswegen wir nehmen mal nicht zu viel weg. Okay, aber ihr könnt es später nochmal selber entscheiden, also bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt haben wir nochmal die Dreipacklöster, ne? Wie immer eine Coin, die Bromo, Glaciola und Folipurba. Turtok-Coin mega. Turtok-Coin ist sehr nice auf jeden Fall. Und natürlich 3 Booster drin, logisch, deswegen Dreierpackblister. Yep. UVP? 15,99€, völlig okay, ne? Für 3 Booster, Coin und eine Promo. Ja. Kann man nichts sagen. Ja, definitiv. Also UVP-Preis jetzt, ne? Kann einfach natürlich auch sein, dass ein Händler sagt, ich nehme 20 dafür, weil es nicht verfügbar ist. Weil es schmeckt, ja. Und hier haben wir noch die Bisaflor-Coin, ne? In den Einser-Blistern, ne? Blister, genau. Aber also die diese Premium-Blister heißen die. Die wird es auch nur in Englisch geben, ne? Ja. Und da ist drin Trapfel und Evoli. Evoli, genau. Plus ein Booster. Und das wird sich, ich glaube, bei 5,99 wird sich das eingliedern.
ja. UVP. Und dann gibt es natürlich noch die Premium Checklane Blister. Genau, eine Dreierentwicklung, die Coin bleibt, die Bisaflor Coin. Und ganz hinten. Das ist jetzt Hammer gewesen, eine Clura-Coin. Ne? Ah, die fehlt, ne? Eben Turtok, jetzt Bisaflor. Und ja irgendwo müsste nice die Clura-Coin sein, aber vielleicht, okay. Man weiß nicht. Okay. Und hier sind wir bei 6,99 dann, ne? Wieder ein Euro mehr, weil du hast ja eine Dreierentwicklung. Ist ja aber eh nur für die englischen Sammler interessant. Ist nur für die englischen interessant, genau. Dann die Top-Trainer-Box. Eine der schönsten wieder mal, muss ja, man sagen. Die sieht auch geil aus. Also, wenn ich mir vorstelle, das Ding ins Regal zu stellen. Na, aber da kamen jetzt viele Top-Trainer-Boxen, die ich da... Leider Zeit, stimmt das. Furchtbar, ja. Furchtbar. Ich merke, du sitzt ganz gerade da. Ich denke, der Geldbeutel ist leer, ne? Der ist leer. Ich habe einen Geldbeutel aus Zwiebelleder, ne? Ja. Wenn ich den aufmache, dann fließen die Drehen. Aber... Wir haben auch... Also UVP sind 46,99, genau. Da kommt es natürlich auch wieder drauf an. Verfügbarkeit, ne? Kann halt auch mal ganz schnell ein bisschen teurer werden, aber wir hoffen es nicht. Und da ist Inhalt. Mal der Inhalt, ne? Muss man auch wieder sagen. Hier ist wieder eine so eine V-Star-Attacke-Marke drin. So weil es gibt jetzt V-Star-Attacken, ne? Ja, das war genau. Früher bei GX auch so. Ne? Die sieht aber eher aus, als wäre sie nicht aus diesem Plastik, oder? Könnte die wieder aus Metall sein? Könnte aus, aber Spekulation. Weiß ich jetzt nicht. Aber was safe ist, sind die schönen Trenner und die aus. Neue gestalteten Sleeves. Die sehen auch gut aus, mega ja. Nice. Was ich persönlich feiere, sind die Energiekarten in dem Set. Neu designt, gell? Mhm. Ja. Die finde ich mega nice, muss ich sagen. Also... Not bad. Ja, ja und natürlich 8 Booster, Spielanleitung, Guide, genau. Hier unten dann auch wieder das Heftchen dazu, ist ja klar, ne? Und die anderen Coins und zum Abhaken. Da machen wir ein Hoge da. Infos für Spieler. So, die Sender, Pokémon Sender Elite Trainer Box. Die exklusive Pokémon Sender. Ist schwierig zu sagen, dann UVP festzulegen, weil die gibt es ja eigentlich nur ja. Über die USA und Kanada zu bestellen oder genau. Halt über Importeure. Von dem her, ich schätze mal, unter 60 bis 80 Euro werdet ihr da nicht ja. Drankommen. Also wenn das einer schafft, schreibt es uns bitte, dann wird mal ein bisschen was kauft. Wir nehmen ein paar. Aber wie gesagt, ne, da müsst ihr gut, schauen. Aber der Inhalt gibt auch ein bisschen mehr her. Ein ne? Bisschen mehr und auch die macht auch schon nochmal ein bisschen ja. Was mehr her, muss man sagen. Das, ne? Stimmt, das ja. Shine bright like a diamond passt schon ein, muss man sagen. So, was haben wir mehr? 2 Booster, ja. Ne? Steigert sich auf 10. Was natürlich auch nice. Die, ja, wollte gerade sagen. Sleeves. Die Sleeves sind halt... Komplett Gold, ne? Und das Pokémon ist einfach nur noch so ein bisschen Silber. Und ich meine auch, die Coin ist da extra, ne? Die Coin, ja. Ja, die Coin ist da auch nämlich extra. Da wäre jetzt geil bei Glurak gewesen. Ja gut, aber bei einer ich weiß, Arceus, aber. Ne, ist das schon ein bisschen dann... Irgendwo muss sie reinpacken, ja, die Glurak-Coin. Okay. Aber also, ansonsten reinpacken. Nur den Coin, ne? Die Sleeves haben sich geändert und ja. 2 Booster mehr. Also genau. Wenn da 60 Euro veranschlagt werden, finde ich okay. Ist es okay, würde ich auch behaupten. Jetzt haben wir noch das Mini-Portfolio. Den Riesenordner, ne? Mini-Portfolio ist ja auch aus dem Kiosk bekannt, ne? Ja, richtig. So ein richtiger Kiosk-Artikel. Ist jetzt auch gar nicht so viel drin, ne? Einfach nur ja. Dieser Mini-Portfolio-Ordner und ein Booster müsste da drin genau. Sein. Und genau. Das Ganze müsste, glaube ich, bei UVP 5,99 ja. Zu finden sein. Manchmal ja. Finden wir es, glaube ich, auch für 5,49, aber das ist dann eher, wenn halt jemand das abverkauft. Ne? Ja. So, dann, was bestätigt wurde schon etwas länger, ist die Glaciola V-Star-Kollektion. Spezialkollektion. Die ja. Kommen auch früher raus als das Set, meine ich, weil das sind ja auch nur alte Booster drin, ne? Wenn du ja. Siehst. Ich sehe Fusionsangriff, ich sehe Kampfstile, Drachenwandel. Zweimal Fusionsangriff, einmal Kampfstile und einmal Drachenwandel ist da drin. Und ich meine, das ist auch hier nicht Deko, sondern das ist auch eine Münze. Ah, du denkst, das ist eine Coin da oben, ja, ne? Weil es ein auch, Sichtfenster ist. Genau. Und damit wollen sie schon mal die Spieler darauf vorbereiten, dass man schon mal die Marke hat. Ja. Pünktlich zum Start dann. Ne? Dass man sich schon mal drauf einstellen kann. Und die Variante gibt es auch von Folipurba. Ja, die XXL-Karte, ne? Hast, genau. Gibt es dazu. So, hier sind aber auch keine offiziellen UVP-Preise bekannt. Wir schätzen aber, dass wir hier schon bei 29,90 rauskommen, weil du hast 2 Promokarten, eine Coin, ja, die eine XXL. Plus 4 Booster. Wenn jetzt das hier wirklich nur Deko sein soll, dann wird wahrscheinlich bei 25 rauskommen, ja. Schätze ich. Weil da, ja, wäre das auch schon ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Von dem her. Also UVP entweder 24,99 oder 29,99 genau. Ist die Richtung. Es ist aber noch nichts Saves bekannt, deswegen halten wir uns da bedeckt. So, dann kommen wir jetzt zur Build and Battle Stadium Box. Was ist denn da drin?
Ja, deswegen eben Build and Battle, weil es sind zwei Build and Battle Boxen. Zwei Build and Battle Boxen sind drin. Aber nicht nur das ist drin, sondern es gibt auch eine Unique Promo Foil, ne? Also eine einzigartige Promo-Karte, eine von vier. Eine von vier. Weiß man natürlich nicht welche. Uff, das wird teuer, schon, das wird teuer. Und es sind auch vier Booster noch drin. Das heißt, mit den Build and Battle Boostern hast du dann 12 Booster. 12 insgesamt. Dann hast du 121 Energiekarten, warum auch immer. Man hat ja nicht genug, ne? Dann hast du natürlich 6 Schadensmarkenwürfel, dann eine Coin, ne, so eine Competition Coin, ne, wo du auch im Turnier benutzen darfst. Dann hast du noch die Zustände, ne, die Gift und Verbrennung. Ja. Und natürlich die Box an sich, wo du quasi das Material drin halten kannst. Kennt man, ne? Kennt man. Dann natürlich, wenn wir schon dabei sind, direkt die Arceus oder Arceus, wie auch immer man es aussprechen möchte. Die ist schon geleakt worden. Ist mega nice. Ja, Hammer Wii-Karte. Genauso wie die Wii-Star oder V-Star-Karte. Die ist auch, finde ich, schon Schmuck. Wie es natürlich jetzt mit den Fähigkeiten einhergeht. Müssen wir mal gucken. Klurak natürlich wieder. Das ist wieder der Cashbringer für die Company. Ja, locker. Ist natürlich schade, aber es wird's. Den wird es geben, aber nicht nur den, sondern auch den hier. Den Wii-Star. Genau. Und jetzt fällt mir gerade ein, wir haben bei der, der hier, den Preis nicht gesagt. Aber wir schätzen, 60 Euro wird das Ding kosten. Ja, ungefähr 60 Euro, ins Hirn geschossen. Kommt natürlich auf Import-Export an, ne? Genau. Es gibt auch Händler, habe ich jetzt schon gesehen, die bieten es dann schon für 80 zum Vorbestellen an, aber kann ich euch nur sagen... Vorbestellen, Katastrophe, ja, lasst es sein. So, die V-Star-Klura-Karte wird natürlich auch wieder so ein Cashbringer sein. Ich hoffe, das wird es nicht ins Unermessliche steigern. Aber wenn wir jetzt ins Unermessliche steigern sind, haben wir den hier noch. Es wird eine alternative Klura-Karte geben mit Visaflor. Ist schon nice. Also ich glaube, das wird meine absolute Geierkarte, nenne ich es mal. Ich glaube, am Anfang wird die sehr günstig zu haben sein, ne? Ja, sehr, sehr günstig, glaube ich auch, ja. Die sieht aber auch mega nice aus, ne? Mit Bisaflor im Kampf. Aber was auch noch kommt, was auch wichtig ist, ist die hier, die wurde auch geleakt. Und was hier besonders ist, ist das Subset, ne? Mit TG30. TG30, ja. Kann natürlich jetzt sein, dass es wurde ja angekündigt, dass es 30 Charakter-Rares da drin geben werden wird von Remax, Climax. Ja. Jetzt stellen sich halt manchmal die Frage, ist jetzt mit TG30 dann die Charakter-Rare-Sets gedacht gewesen? Fehlt dann jetzt quasi, oder sind jetzt alle Golds da mit drin? Also alle Goldkarten sind da mit drin? Das weiß man nicht, aber das wissen wir auch nicht. Das sind alles Spekulationen. Alles Spekulatius wieder. Aber ist halt interessant, dass es ein Subset hat. Ne? Das ist immer... Ja, das stimmt. Genau. Und das ist jetzt erstmal das, was Stand der Dinge da ist. Bis Infos. Dato. Falls wir mal was Neues reinkriegen, machen wir vielleicht mal einen Shorts oder einen kleinen Clip dazu. Müssen wir mal schauen, je nachdem. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, falls ihr neu seid. Und falls nicht, dann tut es uns leid für eure verschwendete Zeit. Und in diesem Sinne, macht's gut. Ciao. I'ma be here till the end.